Kennen Sie die Kräuterweiber? Dann wird's aber Zeit. Drei sind es, die das erfolgreiche NZ-Blog verfassen. Das Blog, eine Abkürzung von das Web-Logbuch, beinhaltet, was Sie sich kaum vermuten trauen. Denn selbstverständlich ist Kräuterweiber als doppeldeutiges Wortspiel gemeint. Drei Frauen schreiben über Fußball in Fürth. Zwei habe ich heute hier, nämlich Ute Wolf alias Uwo und Kiki alias Kirsten Harder. Die Kräuterweiber in der Clipparade, herzlich willkommen. Wo habt ihr denn Sabbel gelassen, die dritte im Bunde? Ja, die will ja weiterhin anonym bleiben. So. Sie schreibt ja auch in ihrem Blog, dass es schwierig ist, weil sie hat ja nur Freunde, die Clubfreunde sind. Oh. Und da würde ihr doch die soziale Isolation drohen. Okay. Dann gönnen wir ihr das. Warum macht ihr dieses Blog denn? Also ursprünglich war der Hintergedanke, dass wir gesagt haben, Fußballblogs oder die Berichterstattung über Fußball ist ja meistens eine Domäne von Männern. Es gibt zwar einige Beispiele von Journalistinnen, die sich mehr oder weniger schlecht mal mit dem Thema beschäftigt haben. Wir haben uns überlegt, einen Blog zu machen für die NZ, in dem einfach mal Frauen versuchen, auf einer etwas anderen Ebene als nur totale Fans sich dazu zu äußern. Und wir wollen eigentlich probieren, und ich denke, bis jetzt haben wir das einigermaßen auch auf die Reihe bekommen, aus einer bisschen anderen Perspektive oder aus einer anderen Sichtweise Fußball zu kommentieren. Mhm. Das heißt, wir beide sind Journalistinnen, sind jetzt keine richtigen Fürther Fans, wollten allerdings ein bisschen so das Schattendasein von der Spielvereinigung ein bisschen aufheben und einfach jetzt mal aus einer, ich sage jetzt mal, etwas abgehobeneren, witzigeren Randperspektive ein bisschen was dazu sagen und schreiben. Wer sind denn eure Fans? Wer schreibt euch und wer kommentiert das, was ihr schreibt? Also wir haben natürlich Fürther-Fans, die das lesen, aber auch sehr viele Club-Fans, die sich immer wieder entsprechend boshaft natürlich äußern. Aber was uns ganz besonders freut, ist, dass wir auch zum Beispiel von Fortuna Düsseldorf jemand haben aus Berlin, die alle das ganz toll finden, dass Frauen sowas machen und die dann sogar der Spielvereinigung die Daumen drücken. Ist ja toll. Also wir haben auch ganz treue Fans eigentlich, die uns immer wieder, oder Kommentatoren, die uns immer wieder dann auch im Kommentar zu irgendwas schreiben. Auch Frauen. Auch Frauen, aber auch viele Männer. Und nachdem wir auch versuchen, Themen aufzugreifen, die eigentlich jetzt nicht nur mit der Spielvereinigung zu tun haben, sondern auch so ein bisschen am Rand Erscheinungen behandeln, kommt es, glaube ich, bei den Leuten ganz gut an, die sagen, Mensch, das ist mal ein Thema, das hat zwar mit Fußball zu tun, aber ihr behandelt es mal total anders als normal. Aber ein bisschen schmückt ihr euch schon, wenn ihr ins Stadion geht, ne? Also den ja, Schal, ich mein, ist, sowas glaube ich, selbst gemacht, ne? Den grün-weißen Schal, ja, der ist jetzt kein offizieller Fanschal, sondern selbst gestrickt. Ist ja eigentlich natürlich, genau. Mit noch mehr Herzblut. Kiki hat besonders gern die Tröte. Richtig. Bitte. Ah, sehr schön. Haben mir meine Freunde, die über uns im Haus wohnen, haben mir die geschenkt. Ein sehr schönes Accessoire. Ja, oder so kleine Sticker, die sind auch ganz nett, wenn man es weniger auffällig möchte. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Hervorragend, sehr schön. Was habt ihr denn so in der Zukunft vor mit dem Blog? Also wir haben eigentlich geplant, nachdem ich ja mehr so aus dem audiovisuellen neuen Medienbereich komme, wollen wir natürlich in Zukunft auch den Kräuterweiber-Blog mit neuen Medien schmücken. Das heißt, wir wollen immer mal wieder kleine Videoclips einbauen oder Statements, Interviews, O-Töne mit Leuten in Fürth, in Nürnberg natürlich auch, in der Umgebung. Also nicht nur im Stadion, sondern wirklich von der Bevölkerung auf der Straße mal sagen, okay, morgen Abend ist das Spiel gegen das und das. Wie fandet ihr das? Oder die Pleite gegen Bayern München? Wie steht ihr dazu? Ja. Also wir wollen den Blog medial aufmotzen. Und was passiert schreiberisch, Ute? Da werden wir eigentlich, so wie es bisher gelaufen ist, das weiter fortführen. Das hat ja, ist ja erfolgreich. Ja. Und da muss man jeweils reagieren. Man kann im Fußball überhaupt nichts vorplanen. Das weiß man ja. Man das muss einfach schauen, Spannende. Was gerade passiert. Genau, super. Ja. Danke für euren tollen Einblick. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, wir auch. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.